Der Gegner weiß durch seine Varietät zu erstaunen. Ja, ausnahmsweise mal. Hättest du aus 1084 nicht 1048 machen können? 1048, voll toll und so. Nein. Muss ich selber machen. So, vielleicht einen Slower hier mal reinpacken. Wohin? Ja, Slower, eine Amp, sowas halt. Von der Amp. Der Amp packe ich da glaube ich rein. Die erwischt dann hier ziemlich viel. Eine Slower aber hier an den Anfang gleich irgendwo, oder? Die Slower, du weißt ja, die gibt es. Nö. Die slowen nur in ihrem Radius. Ah, also am besten ist da gut. Am besten ist da gut, ja. Würde ich halt hier oder sogar da? Ja, hier so. Ich weiß nicht, langt der dann rüber? Upgraded auf jeden Fall. Okay, ja, dann warum nicht? Pack ich aber eher hier hin. Was nicht geht, wenn sich jemand vor mich stellt. Was? Entschuldigung. Ich gemeint war. Ja! Upgrade ich den mal. Wird er beim dritten mal wenigstens größer? Auch nicht. Doch, ein Stück weit. Jetzt kommt er rüber. Ein ganz, ganz bisschen, ja. Reicht auf jeden Fall. Ja, ist ziemlich gut. Gut, haben wir eine Gauss inzwischen? Nee, ne? Doch. Hier. Wo? Da. Ah, die langt übers ganze, die langt übers ganze Spielfeld. Soll ich noch eine bauen, oder wie? Lass mich überlegen. Muss nicht sein, nein. Ja, bei der Gegnermenge macht es glaube ich auch wenig Sinn. Was ich aber tun werde, ist, ich werde den Kanonenturm wieder abbauen und umsetzen, weil der da hinten jetzt weniger Sinn macht. Weil wenn wir hier schon Schadenspotenzial maximieren wollen, dann können wir es auch nicht hier hinstellen, finde ich. Mhm. So, dass er immer noch an den Kern rankommt, und zwar hier. Dann kann da ja vielleicht noch eine Gauss. Macht keinen Sinn. Warum nicht? Gauss macht immer Sinn. Nein. Ich find's viele Kleinigkeiten sind. Ist die Amp schon 3? Ja. Er ist alles schon 3. Wenn man sich mal den Raketenturmwinkel anschaut momentan, der ist einfach perfekt ausgelegt, finde ich. Stimmt, Raketenturm könnte noch dazu. Ja, hab ich doch schon einen. Hier stehen jetzt gerade. Ja. Ich stehe gerade auf einem Raketenturm drauf. Ich kann noch einen passieren, klar, wohin? Aber direkt daneben? Ne, hier, auf der anderen Seite. Damit er auch noch im Amp-Radius ist. Mhm. Der Amp ist da. Der Amp erwischt den noch, wenn er da steht. Wenn er wo steht? Da, wo die Harfe eingeblendet wird. Da, wo Simon hinguckt. Hier, wo ich stehe. Ja, ja. Hab ich nicht gesehen. Rakete. Nice. Oh. Kann man eigentlich Amps amplifizieren? Nee. Langweilig. Das wäre cool. Ich überleg grad. Ob es nicht am meisten Sinn macht, jetzt den ganzen Overcharge in die Amp immer reinzuhauen. Ja. Jetzt ja. Ich hab 200 Punkte und das hat einfach mal. Schau mal die Prozentzahl an, die da hochgeht, mit so ein bisschen einfach schon. Alter. Einfach um fast 50% jetzt verstärkt. So cool. Ne, das war jetzt auch von mir. Ja, trotzdem. Da hinten haben wir zwei schwere Kampfläufer. Markus, do your job. Wäre Kampfläufer. Aber da kommt dann Spucke auch noch. Boah. Geht's. Warte mal, soll ich mir die Minen auch mal kurz was sinnvoll platzieren? Ja, mittlerweile schon. Soll ich hier oben bleiben oder bist du hier hin, Simon? Mach du mal. Okay. Ich meine, ich werde hier eh unglaublich failen, aber ich kann wenigstens dezimieren. Was kriege ich denn alles raus? 15 von denen, 9 von. Ach du meine Güte.
So, die ganze Kämpferfamilie plus 6 Spucker, das ist nett. Mhm. So, Vater, Vater, Kind. Joa, ich glaube, viel mehr kann man jetzt nicht mehr machen. Natürlich haben sie recht, das erste. Wow, kriegen die jeden Schaden. Ich bin also nie mehr auf 150%. Auch das ist ja. Also die kommen da keiner Meter durch. Ui, ich fliege. Hast du nicht gesagt, du wolltest Rufen spielen, Simon? Da machen wir auch gerade ein bisschen was. Die Quelle hat gerade. Ich komme ja schon vorbei, nö. Die da hinten kommen ja hier noch rum und dann kann ich eh hier bleiben. Ob ich dir jetzt deine Schwäche oder hier. Nö, ja. Ob ich dir jetzt deine Schwäche oder hier, macht keinen Unterschied. Doch, Zeit. Hm. Ah. Und vor allem Kampfläufer. Ich dachte, die Strecke hier ist sehr gut, Kampfläufer. Sicher. Das ist der eine oder das noch mehr? Da kommt noch einer. Halt's Maul. Ich bin schon hier. Boah, der Spucker ist durch den Weg gelaufen. Kriegst du noch nicht gut? Ja, komm, Kinder, wollt ihr mich jetzt umbringen oder nicht? Der Kampfläufer schafft es eigentlich hier locker nicht mehr durch. Das ist gewonnen. Nein, ich versuche ihn durch, bevor er auf der anderen Seite rauskommt. Aber ich glaube, das schon. Ja, doch. Da ich keinen Bock habe, Kette zu spielen, ich bin mit Rechtsträgerklassen seinen Waffen drauf, die irgendwie pro Schuss 1000 Schaden machen. Was jetzt nicht allzu viel ist, aber trotzdem sein Job hier tut. Weil das denke ich doch, dass wir. Auch schon wieder Zeitlimit. Zeitlimit. Ja, wir wissen ja jetzt. 2 davon, 4 davon. Ja, das ist eine recht simple Runde. Nur die ganzen Schweber gehen mir auf die Nerven. Alles in die Amp. Alles in die Amp, ja. Einfach alles. Das macht keinen Sinn. Das macht mehr Sinn. Ich doch eher so. Sicher? Ja, dann können sie direkt zum Kehren. Das ist doof. 20 Sekunden. Ja, wir lassen noch einen platzieren, nicht mehr. Also 2. Und nein, die Harfe bleibt da. Bleiben wir jetzt alle hier, oder wie? Ja. Denke ich mal, oder? Ach, die müssen eher hier lang, stimmt. Wow. Ja,
Holy cow, ich will gerade über die ganze Map gefördert nebenbei. Oder okay, schaffen wir nicht irgendwie. Kern. Ich bin dran, ich bin dran. Das sind die Viecher, den bin ich aber dran. Gewesen. Fertig. Gut, die Lüder sammeln jetzt hier halt super leicht. Hey, ja, ich wurde gerade voll überrannt. Von diesem Helfen ist man schon wieder am Sterbeort. Da sind noch mehr von der Sorte. Hm. Und du drehst ja immer um. Jo. So. Ist doch richtig so, kannst du besser reinschießen. Oder nicht? Na, ich positioniere mich eh schon so, dass sie von mir weglaufen. Aber wir sind wirklich zu zweit am einfachsten zu killen. Alter. Ja! Ui, ich fliege wieder. Den Flieger. Das ist die Finalwelle. Ja. Ja, nicht irgendwie, aber naja, gut. Ich gehe auf die Flieger. Oder auf 10 von denen wenigstens. Und das oben. Gut, die Wackelköpfe sehen sich, glaube ich, fast von selbst. Ich als einziges aus dem Block gekriegt, oder wie? Scheint so. What the fuck? Ah, ich glaube, für die Flieger nehmen wir nochmal einen Turm extra. Hm? Wieso für die Flieger noch einen Turm extra? Ich bin noch da. Ja gut, aber das sind 20. Ja, ich wollte da 10 davon nehmen. Ich habe gedacht, Markus will eh die anderen haben. Hm. Ja, und ich werde irgendwann failen, dann kannst du mir eh helfen, dann passt das. Gut, ich wollte jetzt halt noch den Rest meines Geldes in den Turm reinpumpen statt in die Amp, weil die Amp dahin keinen Sinn wirklich macht, weil die erledigt die Wackelköpfe sowieso problemlos. Können Raketentürme auch in die Luft schießen, zu Fliegern? Mhm. Ja. Ja, dann bauen wir hier vielleicht zum Kern noch einen Raketenturm hin, oder? Oder so, ja. Müsst ihr mir nur Geld geben. Okay. Also. Halt nicht. So wie es aussieht, haben wir zu viel Geld. Ich baue nicht aus. Okay. Oh. Ja. Schade. Wer hätte es gedacht? Wir hatten nicht genug Geld. Hm. Ja, dann gehe ich mal runter. Mach hier oben. Ach, also doch. Gut, dann mache ich anscheinend wirklich doch zu Backköpfen. Nee, die dachte ich doch, hier legen sie sich wahrscheinlich von selber. Ja. I'm done. Let's go.
Wackelköpfe kommen eh zuerst. Ich geh rüber. Okay. Also dabei nur. Ich bleib hier, ich teile ja eh nie Schaden aus. Obwohl, ich brauch die XP ganz dringend. Ich bleib bei den Wackelköpfen hier gerade. Okay. Weil nämlich die ganzen Türme doch denen kaum Schaden machen. Okay. Die treffen einfach so gut wie ich die treffe, also. Hoch. Ja, das hat einer zum Kern geschafft, das ist aber der ist ja. Nee, bei mir hängt das Spiel gerade. Mhm. Ja. Hat sich aufgehängt. Ja, hat sich aufgehängt. In der letzten Runde. Boah, kein Bock, das nochmal zu machen. Auch nicht. Also wenn wir das jetzt nochmal ganz neu machen müssen, dann machen wir das nächste Aufnahme. Dann machen wir es wahrscheinlich nächste Aufnahme.